Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zur allerletzten Folge von Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Ja, es geht also weiter mit dem Let's Play hier, mit dem finalen Fight in der Pokémon Liga, den gegen den Champ. Nur wer ist es? Das erfahren wir jetzt. Es ist wieder mal unser Rivale. Nein, wir sind ja Champ. Wir müssen ihn verteidigen. Ich habe auf dich gewartet, Champ. Jeden Tag trainiere ich dafür, dich eine schlagen zu können. Und hast dir eins gesagt, heute werde ich bestimmt nicht wieder verlieren. Naja, schauen wir mal. So, ja. Wen wird Jan als erstes in den Kampf schicken? Ich vermute, dass es Taubas sein wird. Es ist tatsächlich Taubas. Ich würde wahrscheinlich einen Schlüsselstein nehmen und das Mega-Taubos draus machen. Alter, ist das nicht fett geworden. Nein! Er setzt auf Kerb. Das ist nicht fett verrückt. So, was setzt er jetzt ein? Wahrscheinlich irgendwas. Giflor. Naja, gut, irgendwas mit. Jedenfalls muss ich wechseln. Also, es wird definitiv diesmal noch eine etwas härtere Nuss. Weil seine Pokémon allesamt überlevelt sind über meinen. Das war beim letzten Mal nicht der Fall, aber diesmal wird es so sein. So, einmal Feuersturm bitte. Und es passiert nichts! Meine Attacken treffen nicht, aber seine hätten wahrscheinlich dann ohne Probleme getroffen. Hitzewelle. Er setzt Giflor zurück. Was setzt der jetzt? Ein Wasser-Pokémon wahrscheinlich, ne? Ja, mit dem Wort, unser Name muss jetzt. Novi. Wettertanz. Einmal mega dieser Flo einsetzen. Tschüss, Lamus. Sein erster geht runter. Dass er jetzt auf diesen Galopper kommen wird, ist mir schon klar. Probieren wir es mit Rizeros. Ich werde auch Papa einsetzen. Vielleicht hätte Papa einsetzen können. Schlagdora, das ist eine Bodenattacke. Was sind das denn mal für Attacken, die wir kennen? Ich kriege momentan alles gekontert, was ich so will. Gut, Thomas ist schon mal schwer angeschlagen. Das ist das Gute. So,
Schokoloppe auch weg. Jetzt kommt nur Giflor. Giflor und Taubus, die werden schon mal wahrscheinlich nicht viel machen können. Ich vermute, dass ich zwei Freischüsse habe mit den beiden. Aber er wird noch ein bisschen was haben. Er wird noch einen Blitzer haben. Ich bin noch nicht ganz. Ich weiß es noch nicht. Ich war schon mal weg. Der erste Full Fight ist mal down. Blitzer. Tja, er hat es was geahnt. Jetzt lass dich ohne. 3 gegen 3. 3 hat er noch, die Hälfte. So, wenn der Blitzer down hat, dann habe ich Taubos auch wegkriegen können. So, das müsste jetzt. Blitzer müsste jetzt eigentlich auch down sein mit dem nächsten Move, wenn ich jetzt überlebe. Er trifft mit Donner. Ich müsste ja hoffentlich, also hoffentlich kriege ich einen. Er packt, okay. Ich war mir fast klar, dass er dann nochmal was dreht. Ja, da ist dieses Spiel, der damit doch nochmal irgendwie einen Dreier reinhaut. Weil mit dem letzten Psychokinese. Mit dem Volltreffen, mit dem Treffer jetzt. Der wird doch nicht weg gewesen. Und so muss ich nochmal einen Drang setzen. Also dieses Spiel hat noch. Oder dieser Kampf hat auf jeden Fall nochmal. Es hat nochmal so ein bisschen seine. So, jetzt setzen wir mal Donner ein. Das paralysiert mich wieder. Jetzt habe ich es wieder so. Jetzt zwar Geschichte. Taubos. Dafür gibt es jetzt die auch noch Pikachu. Damit müsste er noch einen haben. Nur die Frage ist, wen hat er? Wen hat er? Der weicht der Hitzewelle aus. So. Taubos ist down. Das heißt nur noch einer. Nur was hat er? Knogger. Dieser Flor jetzt. Ich vermute, dass er nicht die Alola-Variante hat. Nein, er hat die normale Variante. Er hat die normale Variante nur. Und das war's. Yes! Als ich Blitzer down hatte, war es durch. War das Thema gegessen. Ha, Käfig und ich machen mir am meisten Spaß. Hm. Oh Mann. Du bist immer noch eine Nummer zu stark für mich. Aber glaub ja nicht, dass du dich auf deinen Lorbeeren ausruhen kannst. Ich werde fleißig an mir arbeiten und wieder versuchen, mir den Titelchamps zu holen. Mein Glückwunsch zu einem weiteren Triumph in der Pokémon-Liga. Denke mal daran, es werden viele an deinem Thron sägen wollen. Es wird kein einfaches Unterfangen sein, deinen Titel auch weiterhin erfolgreich zu verteidigen. Aber jetzt sollte mir dein hart erkämpften Sieg erstmal Gebühren fallen. Genau. Du kennst den Weg, ja. Herzlichen Glückwunsch. Das ist die Ruhmeshalle, der alle Champs der Pokémon-Liga sowie ihre Pokémon für ihre Heldentat ausgezeichnet werden. Wenn ein Trainer mit seinem Team in die Ruhmeshalle einzieht, werden ihre Namen bei einer feierlichen Zeremonie hier verewigt. Du hast hart gekämpft, um die Herausforderung der Pokémon-Liga zu bestehen. Das zu würdigen, wirst du jetzt auch zusammen mit deinem Pokémon hier wieder mal verewigt.
Und das war unser Let's Play zu Pokémon Let's Go Pikachu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es hat Spaß gemacht, mir auch zuzusehen. Hier auf der Reise durch Kanto. Bei großen Gefahren, vielen Kämpfen, der Suche nach den stärksten Pokémon. Und das hier sind die 6 stärksten Pokémon in Komplett Kanto, die ich zum Sieg in der Pokémon-Liga geführt habe. Klar, ich habe da nicht umgebaut mit 2 Legis noch im Team, was ich normalerweise nicht mache. Den ersten Durchmarsch haben wir mit unserem Rivalen, mit unserem Koop-Partner zusammen gemacht. Aber wir haben es letztendlich geschafft. Es war hart. Auch die Rematches waren definitiv sehr, sehr hart. Und es waren viele Momente gab, wo ich dachte mir, oh, das kann nochmal verdammt knifflig werden. Aber wir haben genau diese Herausforderungen gemeistert und haben es am Ende dann doch noch auf die Reihe bekommen. Ja. Und wir sind erneut in der der Ruhmeshalle. Und damit danke ich euch, wie gesagt, fürs Zusehen, fürs Zuhören, wie auch immer. Und ich freue mich, wenn ihr auch in den kommenden Projekten mit dabei seid bei Pokémon Let's Go Pikachu. Ja, beziehungsweise beim Projekten. Ich verabschiede mich hier aus Kanto. Wir sehen uns bald wieder bei Pokémon Let's Go Evoli. Und da werde ich aber ein anderes Team in den Kampf schicken. Klar, mit Evoli als Hauptfigur. Aber wir werden ein komplett anderes Sechser-Team haben als das, was ich jetzt habe. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Herausforderung. Und wir sehen uns dann wieder. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht getan habt. Aber aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch überhaupt nichts. Es kommen wieder andere noch interessante Projekte. Diverse Livestreams. Und, naja, ich freue mich auf jeden Fall. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Pokémon. Let's go, Pikachu!